Hallo und herzlich willkommen, diesmal und endlich aus meinem Man Cave. Heute der vierte Teil der Tiki-Reihe. Wir gucken uns an, was passiert denn mit dem ganzen Einfluss auf Tiki und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Es wird nur ein kurzes Snippet sein und wir gucken uns noch einen tollen Drink an, bevor wir die Präsentation machen, weil bei diesem harten und trockenen Stoff brauchen wir dringend noch eine flüssige Unterhaltung. Der Drink, den ich euch jetzt bereite, das ist der allererste Tiki-Drink der Geschichte von Don the Beachcomber, der Sumatra Cooler. Und auch wenn viele Leute meinen, dass ein Tiki-Drink eigentlich nur eine Saftpanscherei ist, wie zum Beispiel im Intro des aktuellen Mixology-Podcast von Herrn Gabriel Daum, auch wenn er das vielleicht nur provokant meinte und dann später im Podcast durchaus anderweitig über das Thema Tiki spricht, so ist das leider die langläufige Meinung zum Thema Tiki. Die Drinks sind in der Regel fein abgestimmt mit eigenen Rumblends, die entsprechend genau auf die entsprechenden, die genau abgepasst sind auf die Zutaten. Ja, es wird viel mit Saft gearbeitet. Ja, es wird mit viel mehr Zutaten gearbeitet als zum Beispiel im klassischen Drink, wo es oft verpönt ist, mehr als 5 Zutaten zu nehmen. Aber man bedenke den Spaß, umso mehr Zutaten, umso komplexer kann letzten Endes ein Produkt und ein Getränk werden. Deshalb heute der Sumatra Cooler für euch. Es ist ein relativ simpler Drink, der kurz geshakt wird und dann angerichtet. Wir brauchen dafür einen Wani Honey. Und diesen Wani Honey könnt ihr hervorragend selber machen. Einfach nur ungefähr 50-50, besser ein Drittel Honig, zwei Drittel heißes Wasser abkühlen lassen und dann ist der Honig entsprechend auch lösbar. Wir brauchen 1,5 Zentiliter von unserem Wani Honey. Und brauche Limettensaft, 1,5 Zentiliter. Ich habe jetzt hier eine ganze Stiege schon vorgepresst. Der Rest wird dann eingefroren und ist dann perfekt auf den Punkt. Und jetzt brauche ich noch ein paar andere Zutaten und dafür muss ich ein bisschen schneiden. Wir brauchen 2,5 Zentiliter von einer Orange und 2,5 Zentiliter von einer weißen Grapefruit. Weiße Grapefruit, ganz schwierig. Hier merkt man, dass die englische Sprache manchmal ein bisschen unterbelichtet ist. Tatsächlich ist nicht die Grapefruit, sondern die Pampelmuse gemeint. Und hier dann nicht die rote, sondern die weiße Pampelmuse. Pampelmuse und Grapefruit passt nicht ganz zusammen. Ich verlinke euch das Ganze mal zu dem Thema Zitrusfrüchte. Habe ich bereits ein Video gemacht. Ich schneide die Orange schon mal auf der Hälfte ein. Der Rest kann ich hervorragend verwenden morgen zum Frühstück. Und dann habe ich hier genau eine weiße Pampelmuse. Davon brauche ich ebenfalls 1,5 Zentiliter. Da wird eine halbe reichen, deshalb auch hier nur die Hälfte. Jetzt ist es aber leider so, dass die meisten Zitruspressen ein Ticken zu klein sind, zumindest diese Mexican Elbows. Dann könnte man jetzt zu einer Ratsche greifen, ja, könnte man alles, aber es gibt auch Alternativen von Chef & Press. Link unten in der Beschreibung. Wir brauchen 1,5 Zentiliter Orangensaft. Natürlich frisch gepresst. Voilà. Und wir brauchen auch 1,5 Zentiliter weißen Grapefruitsaft. Auch hier passt 1,5 Zentiliter. Die ist süß. Ich packe noch ein bisschen mehr. Bis jetzt alles noch ziemlich easy. Aber jetzt 4,5 Zentiliter weißen leichten Rum. Also fast die gleiche Menge an Rum
wie die anderen Zutaten. Den Tiki-Becher, den ich gleich benutze, der ist auch eine etwas andere Größe und hier ist mal wieder das Thema Anpassen vonnöten. Der Tiki-Becher, den ich habe, 0,4 Liter. Aber in den meisten Tiki-Bars zu Down the Beach Camber Zeiten waren die Drinks eher kleiner. Deshalb auch die Rezeptur. Eher so im Bereich 0,3 Liter. Zusammen mit Crushed Ice die perfekte Kombination. Da ich aber hier ein bisschen mehr habe, passe das Rezept also an. Wir sind jetzt jeweils bei 2 Zentiliter und passen auch den Wani Honey nochmal an. Nochmal ein halbes Zentiliter. Und wenn wir alle Zutaten anpassen, müssen wir natürlich auch den Rum anpassen. 1,5 Zentiliter nochmal dazu. Und dann passt das Ganze. Das packen wir jetzt in einen Shaker. Den packen wir natürlich entsprechend voll mit Eis. 3 ordentliche Eiswürfel, ordentlich groß. Zutaten rein. Deckel drauf. Und ihr kennt das schon. Plan hier nicht in Richtung Technik. Umdrehen und dann legen wir los. Und das ist dann die Premiere hier unten in der Man Cave. Der allererste Drink und das auch noch auf Video. Der Drink wäre auch gegangen in einem Blender. Sogar ziemlich hervorragend. Da ich aber keinen Blender habe, mache ich das alles im Shaker. Die Oxidation ist dieselbe. Das Ganze drapiere ich jetzt mit einer ordentlichen Schaufel Crushed Eis. Ein bisschen Eis darf ruhig oben drüber gucken. Damit sieht der Drink schon mal so aus. Naja. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Zu einem Tiki-Drink gehört immer auch ein bisschen Dekoration. Und entweder nehmen wir artverwandte Sachen oder passende Sachen. Jetzt habe ich ja hier eine wunderschöne Grapefruit. Und warum also nicht von dieser Grapefruit eine Spalte nutzen? Schneiden wir hier unten bei den Bitterstoffen an. Drücken mit dem Messer kurz hoch. Dann nehmen wir die Sachen, die immer gehen, Minzspitzen. Es geht natürlich auch eine schöne Blüte. Und jetzt packen wir noch einen Trinkhalm rein. Und dann ist er fertig. Der Sumatra Cooler. Viel Spaß beim Nachmachen. In den bisherigen Teilen der Präsentation haben wir uns beschränkt auf Einfluss von Film und Kunst auf diese Kultur vor dem Überfall auf Pearl Harbor. Am 7.12.1941 ist es soweit. Die Japaner, das japanische Kaiserreich, überfällt Pearl Harbor mit verheerenden Ausmaßen und die USA treten in den Zweiten Weltkrieg ein. Beginnend mit dem Eintritt der USA beginnt erneut das, was auch schon im Ersten Weltkrieg passiert ist, nämlich Mobilmachung über alle Möglichkeiten, sprich die Mobilisierung der US-Bevölkerung über Film, Funk und Fernsehen. Fernsehen noch nicht so weit, das kommt später erst, aber definitiv über Film in den Kinos und über Funk in rauen Mengen. Exemplarisch sei hier der Titel der Murphy Sisters genannt, You're a Sap, Mr. Jap,
als Kritik auf den japanischen Angriff und die Motivation der US-Bevölkerung, eben in die Army, in die Navy, in die Air Force einzutreten, um jetzt mobil zu machen, um den Feind zurückzuschlagen. Der Feind, in dem Falle Japan, gerade im Pazifikkrieg, ist ziemlich klar. Es geht um Rache für Pearl Harbor, aber auch die massive Negativdarstellung des japanischen Kaiserreichs. Einhergehend damit beginnt die Filmförderung durch das Militär, um junge Soldaten für den Pazifikkrieg zu gewinnen. Die Filmförderung insgesamt über den gesamten Weltkrieg und dann später hinaus im Ausbau der Pazifikstreitkräfte der USA, geschätzt grob 16 Milliarden US-Dollar zu dieser Zeit. Neben den Propagandafilmen, die wir uns gleich auch angucken, sind immer Vorfilme da. Also Propagandafilme, in dem Falle die geförderten Filme der US-amerikanischen Filmindustrie. Diese Vorfilme, die da sind, hier zwei Beispiele genannt, The Enemy Japan und Know Your Enemy, werden vor jedem Film gezeigt. Vor wirklich jedem Film kommt ein Propagandafilm in den Kinos. Exemplarisch sei hier zum Beispiel The Moon and Sixpence genannt. Inspiriert nach Gauguin, massiv gefördert mit 50% aller Ausgaben, die für den Film gelaufen sind, sind über das US-Militär realisiert worden. Der Besessene von Tahiti. Hier wird Kunst dargestellt auf Tahiti. Die Welt von Tahiti im Zuge des Pazifiks positiv dargestellt und entsprechend dann damit versucht zu motivieren, wie toll doch die Südsee tatsächlich ist. Auch dieser Film gefördert Jack London, ein Drama. Der Abenteurer fährt durch die Meere, inspiriert durch die Biografie von Jack London. Und hier trifft er dann in Form der Schauspielerin Susan Hayward seine Liebe. Auch hier wird die Südsee extrem positiv dargestellt. Ein Bild von einem Mann erobert seine Liebe mit verschiedenen Abenteuern. 1943 dann nicht gefördert, aber interessant trotzdem für die Gesamtfilmthematik rund um das Thema Tiki. Ich folgte einem Zombie. Hier wird die Karibik nochmal hervorgeholt und speziell die karibischen Inseln und da der Voodoo-Kult. Einfach nur im Hinblick auf die Verquickung später beim Thema Tiki auch in jedweder Form. Fügen wir zusammen, die Amerikaner bauen massiv eine Propagandawelle auf, unterstützen den amerikanischen Film, schaffen Motivation, um den jungen möglichen Soldaten, den GIs, zu zeigen, wie toll es doch tatsächlich im Pazifik ist und wie wichtig dieser Krieg ist. Das Ganze setzt sich fort, denn der Pazifik muss auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesichert werden. Hier ganz besonders interessant, die Wunde, die Pearl Harbor aufgerissen hat in der US-Seele, ist bis heute noch da. Es ist ein massiver Schock entstanden, dass so nah der Westküste die amerikanische Verteidigung so nachhaltig geschwächt werden konnte. Das soll so nie wieder passieren und ist auch bis heute noch Teil der US-amerikanischen Außenpolitik. 1946, The Bamboo Blonde mit Frances Langford. Und Miss Langford haben wir schon mehrfach angeschaut. Sie verliebt sich in einen Bomberpiloten, beziehungsweise der Bomberpilot hat eine neue Crew, muss mit der Crew warm werden. Und er verliebt sich, trotzdem er bereits verlobt ist, in eine Nachtclubsängerin in Form von Frances Langford. Und diese wird dann das Maskottchen dieses Bombers und wird vorne auf dem Bomber gemalt. Eine Tradition, die tatsächlich auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg vorhanden war, aber immer größerer Beliebtheit gerade bei den Air Force Piloten sich rühmt.
Dann 1947, der Roman Tale of the South Sea kommt heraus von James A. Michener. Dieser Roman ist eine Rückerzählung der Begebenheiten von Mr. Michener im Pazifikkrieg. Er gewinnt den Pulitzerpreis und 1949 kommt ein Musical auf den Markt gleichen Namens, das auch heute noch sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, und zwar auf dem Broadway. Hier eine aktuelle Produktion unten rechts auf dem Bild. Die Quellen 37, 39 und 40 seien hier zu nennen. Und dann 1958 wird das Ganze im Film South Pacific auch dargestellt. Der Film ist so erfolgreich, beziehungsweise das Musical ist so erfolgreich, dass es mehrfache Preise gewinnt und eigentlich jeder, wirklich jeder US-amerikanische Bürger mindestens einen der Songs runterpfeifen kann. Und es werden Hymnen auch bei allen Piloten, bei allen GIs, bei allen, die irgendwie im Militär der Amerikaner sind. Hier ein Zitat in der Kritik über den Film. Der kriegsgebeutelte Pazifik und hier speziell die USA wird durch die rosarote US-Brille hier gezeigt. Infolge dieser Erfolge rund um dieses Musical und dann später den Film und den Roman gibt es eine Schwemme von polynesischen Supperclubs in den USA. Wir reden hier von der Zeit eben 1947, 49 bis schließlich 58. Jeder Amerikaner wollte einen Tag in Bali verbringen, um der Realität zu entfliehen. Ebenfalls ein Zitat aus der Kritik rund um dieses Musicals zu der Zeit. Teil dieses Films ist außerdem das Hula-Mädchen, das sich hier extrem großer Beliebtheit erfreut. Und siehe da, das Hula-Mädchen ab 1949 auch regelmäßig auf Getränke- und Speisekarten der verschiedenen Tiki-Clubs und Supper-Clubs in den USA. Nochmal Frances Langford. Und wir haben über Miss Frances Langford schon mehrfach geredet. Hier übrigens auch ein sehr phänomenales Interview. Schaut mal rein. Interview Frances Langford. Ein sehr legendäres US-Interview, das ausgestrahlt worden ist über die Karriere von Miss Langford. Miss Langford in diesem Film animiert sie GIs im Zweiten Weltkrieg im Pazifik und spendet den Truppen Trost über verschiedene Musik. Und auch hier über das Medium Musik wird massiv motiviert, um Truppen zu generieren für die verschiedenen Pazifikstützpunkte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es eine Menge davon. Es geht nicht nur um Pearl Harbor, sondern es geht um die gesamte polynesische Inselkette, die die Amerikaner für sich, also erst Truppenstützpunkte, für sich beanspruchen, auch heute noch. Und mittlerweile ist da der Einfluss bis rüber nach Taiwan gegangen. So etwas kann den heutigen Machthabern wie zum Beispiel China nicht gefallen. Und das hat auch sehr, sehr großes Konfliktpotenzial. 1954 erneut ein Trader, der hier ein bisschen mehr die Hauptrolle spielt. His Majesty O'Keefe, gespielt von Burt Lancaster, ein Film, den er selber mitproduziert. Dieser Film wird nicht über das US-Militär, sondern über das britische Militär mitfinanziert, weil auch sie haben ein großes Interesse, dass die verschiedenen Inseln im Pazifik so weit gesichert sind. Als Verbündeter der USA. Burt Lancaster spielt hier einen Trader, der die Liebe findet und die Einheimischen verteidigt. Und zwar sowohl in dem Film gegen die bösen aufkommenden Deutschen, als auch gegen gewisse mafiöse Kräfte. Und schließlich fängt das Fernsehen an, ebenfalls das Ganze witzig aufzubereiten. Die McHale's Navy-Reihe, vier Staffeln mit Ernest Borgnine und dann später auch zwei ausgekoppelten Filmen sind hier zu finden. Eine sehr brisante Geschichte, eine sehr lustige Geschichte. Es sind Schlitzohren, die im Pazifik Geschäfte außerhalb der verschiedenen Möglichkeiten des Militärs durchziehen. Sehr spaßig, auch heute noch sehr witzig anzugucken.
und eine typische Posse aus dieser Zeit. Und hier sieht man dann, dass das TV, dass das Fernsehen auch massiv alle möglichen Sachen aufgreift, was das Thema Pazifik angeht, aber auch was Tiki angeht. Dazu aber dann im nächsten Teil mehr. Danke fürs Zuschauen. Neben dem Sumatra-Cooler also ein kurzes Snippet, was ist während des Zweiten Weltkriegs passiert. Und das war schon das Tiki-Video dieser Woche. Viel Spaß mit dem Sumatra-Cooler und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war informativ. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, gerne unten Abo dalassen und auch die Glocke anklicken, damit ihr garantiert nichts mehr verpasst von diesem Kanal und letzten Endes dem Algorithmus von YouTube sagt, wie wichtig euch dieser Kanal ist. Ansonsten danke für all euren Support. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn es hier Teil 5 gibt, wo es dann um die Verteidigung, um den Ausbau der Verteidigung der Amerikaner im Pazifik ging. Und letzten Endes, wie die Filmförderung weiter auch das Thema Tiki nach und nach pusht. In diesem Sinne, bis bald. Euer Jörg. Anderthalb Liter, genau, geht wieder los. Wieder anderthalb Liter, ich habe jetzt, anderthalb Liter ist gut, nein.